Was ist Transformation? Diese Frage ist mehr als berechtigt. Es gibt so viele Einflussfaktoren auf unsere Arbeit, auf unser Privatleben. Das haben wir selber alles gar nicht mehr unbedingt in der Hand. Die Komplexität steigt, die Geschwindigkeit steigt. Die gesellschaftliche Veränderung hat ja auch dazu geführt, dass eben Umweltschutz einen viel größeren Stellenwert eingenommen hat, dass weitere Teile der Gesellschaft erkennen, dass wir so nicht weiter wirtschaften können. Das Ganze an sich ist eine Transformation, nämlich die gesellschaftliche Erkenntnis in die Veränderungsnotwendigkeit. Aufgabe von Unternehmen ist es, das zu gestalten und nicht zu warten, bis der Prozess da ist und man dann damit nicht umgehen kann. Ich glaube, dass Unternehmen und Mitarbeitende sich ständig den sich verändernden Rahmenbedingungen anpassen müssen, das möglichst schnell und möglichst flexibel. Mein Anliegen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das möglich machen. Ich bin Silvia Borcherding. Ich bin seit 2019 Arbeitsdirektorin bei 50 Hertz in Berlin. Ich bin Michael Hehemann, 51 Jahre alt und seit einem Jahr Arbeitsdirektor bei ArcelorMittal in Bremen und Bottrop. Ich sehe mich auch so als, ja, schon als ausgleichenden Pol, der Arbeitsdirektor, die Stimme des Personals im Vorstand. Mein Name ist Dirk Schulte, ich bin Arbeitsdirektor bei der BVG, Deutschlands größten Nahverkehrsunternehmen in Berlin. Ich gucke natürlich in alle Themen und Prozesse rein, ob es IT ist, ob es Finanzen ist, ob es der Betrieb ist. Ich muss auch verstehen, wo die Bedürfnisse von Kolleginnen und Kollegen sind, die nicht hier in diesem Verwaltungsgebäude sitzen. Wir hatten im Jahr 2019 1,2 Milliarden Fahrgäste. Dann kam Corona und dann brach der Markt tatsächlich um 50% ein. Das ist eine der Herausforderungen, dass wir Investitionen, die wir geplant haben, auch für die Zukunft, was Investitionen in Digitalisierung angeht, was Investitionen in neue Mobilitätskonzepte angeht, jetzt permanent auf den Prüfstand gestellt und überdacht werden muss. So kurzen Schritten wie noch nie zuvor werden wir CO2-freier werden. Unser Fernziel ist es, am Ende Stahl mit einem Elektro-Lichtbogenofen zu produzieren. Wenn die Hochöfen abgeschaltet werden, allein die Ankündigung, dessen löst ja schon längst aus, das ist wohl die größte Transformation, die die Stahlindustrie je erlebt hat. Der Berliner Senat hat beschlossen, bis 2030 den Switch hinzubekommen, was ja nicht nur bedeutet, ich tausche diese Busse gegen Elektrobusse aus. Ich brauche mehr Busse, weil ein Dieselbus länger fährt als ein Elektrobus. Das heißt, ich brauche mehr Beschäftigte. Ich brauche Ladestationen auf Strecke, auf den Betriebshöfen. Ich muss komplett neue Technik verbauen. Ich muss bis in die Ausbildung gehen, weil die Berufsbilder demnächst eben nicht mehr Reparaturen von Dieselaggregaten sind, sondern von Elektroaggregaten. Das ist schon ein dickes Brett, muss man ehrlich sagen, was zu bohren ist. Wie können wir gemeinsam Schritte nach vorne machen? Und eins ist ganz klar, wenn der Betriebsrat ein Thema mitträgt und davon überzeugt ist, dann hat man auch viel leichter und viel schneller die gesamte Belegschaft hinter sich. Und das muss einem als Unternehmen bewusst sein. Wir brauchen das als verlässliches Pendant. Und wo würden wir denn heute stehen ohne Mitbestimmung, ohne Gewerkschaften, ohne betriebliche Mitbestimmung? Es gibt gute Beispiele, wo Mitbestimmung konkret für einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen eben auch dazu geführt hat, dass sie ihre Existenz haben, dass ihr Einkommen gewachsen ist, dass Sie und Ihre Familie eine Perspektive haben. Die Mitbestimmung hat schon 2019 darauf gedrängt, dass wir bei uns eine Regelung einführen zu mobilen Arbeiten. Das war nicht unbedingt gewünscht von Arbeitgeberseite, hat sich aber realisieren lassen. Und mit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, dass das Beste war, was wir machen konnten, auf diesen Vorschlag der Mitbestimmung einzugehen. Es ist fast kein Großunternehmen mehr nur in Deutschland tätig. Es ist nicht so, dass in unserem Konzern alle Hurra schreien, wenn sie auf das deutsche Mitbestimmungssystem treffen. Trotzdem ist es so, dass diejenigen, die mal hier gewesen sind und sehen, es geht sozusagen auch ohne diesen Dauerfight, diese Dauerauseinandersetzung, kriegst du gemeinsam wirklich gute Regelungen durch die Tür, die letztlich auch viel dazu beigetragen haben, dass es diesen Standort überhaupt noch gibt. Wir
haben es in der letzten Krise gesehen. Wir sind relativ schnell aus der Krise wieder rausgekommen. Unter anderem, weil wir die produzierenden Gewerbe hatten, weil wir tatsächlich noch Industrie hatten. Die haben wir ja nicht, weil Unternehmer grundsätzlich selber entschieden haben, diese industriellen Kerne zu erhalten, sondern weil Mitbestimmung darauf gedrungen hat, durch ihre Stärke auch in den Aufsichtsräten, aber auch durch ihre politische Stärke. Ich glaube, der gesellschaftliche Nutzen von Mitbestimmung oder das Bewusstsein für eine gute Mitbestimmung war vor 10, 20, 30 Jahren durchaus höher. Es gibt Unternehmen, die Mittel und Wege finden, Mitbestimmung nicht mehr in ihren Organisationen zu haben. Das kann so nicht weitergehen, weil das ist auch kein gutes Zeichen. Das ist auch kein gutes Zeichen für die Beschäftigten. Weil das ist quasi die Grundlage auch unseres Wirtschaftens, dass es Tarifverträge gibt, dass nicht eine Lohnkonkurrenz auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stattfindet. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Schere in Zukunft noch weiter auseinandergeht. Das ist heute schon ein problematischer Sachverhalt. Das Mitbestimmungsthema bedarf einer Renaissance unter dem Gesichtspunkt der zukünftigen Herausforderungen, wenn ich an Digitalisierung, wenn ich an Arbeiten 4.0 denke. Gehen wir davon aus, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren Menschen weiterhin ausschließlich in Blockarbeitszeiten arbeiten? Ich möchte nicht Präsenz 5 Tage die Woche, dann bekommst du mich nicht, dann bekommst du meine Arbeitskraft nicht. Du kannst gar nicht mehr so schnell die Mitbestimmung an Bord holen zu bestimmten Themen, wie sich Systeme verändern. Was bedarf es denn, ohne es zu Tode zu regulieren und damit zu verhindern? Was ist das Schutzbedürfnis und was müssen wir regeln? Eine Modernisierung der Mitbestimmung ist notwendig, weil die Gesetze teilweise sehr, sehr alt sind und die Arbeitsrahmenbedingungen heute einfach nicht mehr denen von damals entsprechen. Und ich bin der Überzeugung, wir brauchen mehr Mitbestimmung. Glauben wir denn allen Ernstes, dass Unternehmen so viel zum Thema Beruf und Familie, betriebliches Gesundheitsmanagement, Suchtberater, Präventionsberatung, dass Unternehmen von selber das in dieser Ausprägung machen würden? Nein, mit Sicherheit nicht. Sondern es hat tatsächlich viel mit den Mitbestimmungsträgern im Unternehmen zu tun, die natürlich im Interesse der Beschäftigten für die Rechte von Beschäftigten kämpfen.